Moin Sportsfreunde, wie ihr wisst, steht nächstes Wochenende der Super Bowl an. Was darf bei einem Super Bowl Abend auf gar keinen Fall fehlen? Richtig, schöne, saftige, spicy Barbecue Chicken Wings. Also, ich weiß nicht, was ihr gerade macht, aber ich hab Bock zu kochen. Was brauchen wir nun für unsere Spicy Chicken Wings? Genau. Unsere Hauptzutat, die Wings. Das sind jetzt 500 Gramm an Wings. Das reicht für eine Person locker. Falls ihr mehr wollt, kalkuliert mal so mit 5 bis 10 Wings pro Person. Die Chicken Wings müsst ihr vorher waschen und mit einem ganz normalen Küchenkrepp einfach ein bisschen trocken tupfen. Unsere Wings werden vorher leicht paniert. Für unsere Panade mischen wir jetzt das Chili-Pulver. Als nächstes nehmen wir das Paprikapulver, unseren gemahlenen Pfeffer, dann die spezielle Gewürzmischung, unser Knoblauchpulver und zum Schluss auch noch das Salz. Jetzt könnt ihr mit einer Gabel einfach alles zu einer schönen homogenen Masse verrühren. Jetzt nehmt ihr wieder eure Wings zur Hand und schmeißt sie einfach in die vorgefertigte Panade. Schön umrühren, sodass sie komplett mit dem Mehlgemisch benetzt sind. Jetzt verteilt ihr gleichmäßig die panierten Wings auf dem Backblech. Als nächstes kommen die Wings bei 200 Grad und Umluft in den Backofen. "35 Minuten sind jetzt vorbei und wir schauen uns mal das Ergebnis an. Oha, richtig saftige Wings. Schaut euch dieses Ergebnis an. Die Wings sind knusprig braun geworden. Und wenn ihr den Duft jetzt spüren könntet, wundervoll. Die Wings sind jetzt natürlich noch nicht fertig, denn das war nur die halbe Miete. Die kommen jetzt nochmal in eine schöne Barbecue-Soße, werden wieder einmal geschwenkt darin. Und dann kommen sie für weitere 8 Minuten nochmal in den Ofen. Für die Soße verwendet ihr einfach eure Lieblings-Barbecue-Soße. Die verfeinert ihr je nach Geschmack nochmal mit einer Chili-Soße. Was auf jeden Fall auch rein muss, ist der Honig. Und wenn ihr wollt, je nach Geschmack, eine spezielle Gewürzmischung, beziehungsweise die könnt ihr auch gerne weglassen. Die zusammengefügten Zutaten vermischen wir jetzt wieder kräftig. Die in der Soße marinierten Wings kommen jetzt wieder für 8 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. Schaut euch dieses phänomenale Endergebnis an. Genauso wollten wir das haben. Schöne, braune, saftige, spicy Barbecue Chicken Wings. Jetzt steht einem gelungenen NFL-Abend nichts mehr im Wege. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Bock zu kochen. Falls euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal, schmeißt die Glocke an, damit ihr benachrichtigt werdet und natürlich lasst ein Like da.